Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zum Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind im brennenden Felsen, sammeln hier fleißig unsere Trupps, unsere Einheiten zusammen. Gebt euren Befehl. Wir sind der Tod. Ja, zwei Hexenmeister brauche ich noch. Ne, einen eigentlich nur noch, oder? Für die Ehre. Falsch. Nor ist mit uns. Ja, ein Hexenmeister und vier Nekromanten. Und dann vielleicht noch ein paar Todesritter mal gucken. Dann können wir erstmal das Lager da zerlegen. Dann kommen nämlich von da keine Angriffe mehr. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Und ja, es wird langsam wieder alles abgedeckt. Ah, nicht so toll. Aber auch nicht ganz so schlimm. So, noch ein Hexenmeister, dann Nekromanten. Vier Stück und dann mal fünf Todesritter. Während wir uns langsam dem letzten Bevölkerungslimit Upgrade nähern. Und ja, das Problem ist wirklich gerade etwas Aria-Mangel. Für die Ehre! Ich find's lustig, wie Dunkelelfen über Ehre reden. Wobei, wenn ich es mir so ansehe, Todesritter, werde ich wahrscheinlich lieber Kriegsherren 5 Stück nehmen. Ja, ansonsten dauert das viel zu lange, bis ich noch die 200 Aria für die Todesritter zusammen habe. Ich brauche jetzt noch erstmal 330 allein schon für die Nekromanten. Was wünscht ihr? Auf dem Weg! Na, kommt ruhig her. Und ja, Kriegsherren sind dann doch etwas günstiger als Todesritter. Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Komm! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Das kitzelt! Haltet durch, Männer! Zu euren Diensten! Und um könnte ich vielleicht doch wieder mal zwei Keulen einfach in die Hand drücken.
Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Für die Ehre. So, schicken wir alle mal schon mal zu unserem Titan. Und ja, ich würde sagen, wir parken dann unsere Armee hier oben. Warten, bis die nächste Angriffstruppe vorbeigelatscht ist oder unsere Verteidigung angreift. Und greifen in der Zeit dann ihre Base an, also ihr Lager. Ja, nicht mehr lange, dann haben wir genug Aria. Für die letzten beiden Nekromanten. Da kommt ja schon wieder ein Angriff. Oh, und wir können das letzte Level abholen. Level up, sag ich. Upgrade für unsere... Upgrade für unsere Bevölkerung. Schlag sie zurück! Sie sind überall! Die Rune ruft? Sie sind überall! Kaputt machen! Feindliche Angriff! Für die Rune! Das kitzelt! Schließ die Reihen! Sie sind überall! So. Gut, letzter Nekromant. Da können wir jetzt 10 Todesritter mal machen. Also 400 Aria zusammensammeln für 10 Todesritter. Für die Ehre. Aber das eine Lager können wir auch so erstmal vernichten. Auf mein Zeichen! Schnell. So, dann wollen wir mal los mir nach. Marschieren. Und los! Da kommt unser letzter Nekromant. Da kommt auch schon der Angriff. Ja, wie praktisch. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Folgt mir! Schlagt sie zurück! Zu euren Dienst. Alles klar! Sofort! Schlagt sie zurück! Sofort! Vorwärts! Vorwärts! So, da kommen sie schon und schleudern Steine auf uns. Blut wird den Boden brennen. Der Tod ist nur der Anfang. Nor wird uns rächen. Wir haben unsere Priesterin verloren. Nor. Blut wird den Boden brennen.
Nor wird uns rächen. Der Tod ist nur der Anfang. So, wir haben den Kriegsherrn verloren. Wir können jetzt auch noch Todesritter machen. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Bereit. So. Vorwärts. Yay, riesige Armee. Sogar mit ein paar... Für die Macht Nors. Paar vielen Untoten. Alles klar. So, noch mehr Todesritter. Oh. Zu Befehl. So, ein Todesritter noch und dann haben wir eine Armee. Das ist ein sehr komisches Schwert, habe ich durch das Upgrade. Ah, könnte durch das Upgrade passiert sein, weil in der Beschreibung steht ein Mondsilberschwert. Aber ein Schwert ist das nicht wirklich, das ist ein Hammer. Meister? Das ist Nekromant- und Hexenmeister-Upgrade und das hier ist ein Kriegsherrn-Upgrade. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Die Rune befiehlt? Ja. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. So. Alle mal zum Dunkelelf-Titanen marschieren. Und dann kümmern wir uns um die letzten Wölfe hier. Und dann hier um Surt. Nicht um Surt, doch Surt. Gut. Uthur war der Riese, der alle verflucht hat. Auf mein Kommando. Vorwärts. So, das heißt, wir gehen zum... Vorwärts. ...großen Angriff über. Folgt mir.
Und los! Auf mein Kommando! Und los!